Schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu No Man's Sky. Und ja, ich hatte ja gesagt, also ja, ich wollte ja eigentlich zurückgeflogen sein, ne? Aber ich trottel. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ja, ich flieg mal zurück und dann, das muss ich euch ja nicht unbedingt zeigen. Ja, das ist wohl wahr. Scheiße, ja, das ist, wenn man sich in seine eigenen Pläne nicht hält. Also egal, dann fliegen wir das Stück eben nach Hause. Was das jetzt? Ich bin mir gerade... Hä? Wo ist denn jetzt mein Zuhause? Ich muss mal hier oben mal kurz gucken. Das müsste auch hier hinten sein, oder? Ja, das muss auf jeden Fall da sein. So. Ich fliege mal da lang. 2 Minuten. Ja, sonst wurde doch immer angezeigt, hier so dein Zuhause oder weiß der Geier. Aber irgendwie... Naja. Gut, dann fliegen wir da erstmal hin. Ja, was haben wir diese Folge vor? Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal zu meinem Waffenmechanikermeister. Und da wollen wir doch mal schauen, ob wir da irgendwelche brauchbaren Rezepte bekommen haben. Irgendwelche brauchbaren Baupläne bekommen haben für irgendwelche brauchbaren Waffen. Das ist ganz schön neblig hier oben. Und dann, da steht jetzt auch deine Basis. Und dann wollen wir natürlich sehen, dass wir bei den Vikings dann dementsprechend, dass wir da ein bisschen vorankommen. Damit wir da um Level 4 aufsteigen. Ich muss mal gucken. Am besten, wie ich ja schon sagte, sind vielleicht die Nebenmissionen. Die könnte man machen oder generell versuchen, vielleicht irgendwelche Viking-Dolche zu finden. Deswegen hatte ich ja zwischenzeitlich dann auch immer mal in diese Kisten reingeguckt. Aber bis jetzt noch nichts gefunden. Waren wir hier vorne schon mal? Doch, ich glaube, da vorne waren wir schon mal. Komisch, dass man den Kreis... Guck mal hier, man kann den Kreis jetzt so ziehen. Das finde ich etwas komisch. Ich will mal eine Sache kurz ausprobieren. Ah, dann haben sie das Update dann doch schon rausgehauen. Guck mal. Was ich machen kann. Das war nämlich vielen Dank an die Community übrigens für die Patch Notes. Und zwar hat es eben ein kleines Update gegeben. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wann die das eingespielt haben. Also in den Updates von Steam habe ich das jetzt nicht gesehen. Ich weiß es eben nur, wenn man Alt drückt, das war einer der Punkte, dann kann man sich so umschauen im Cockpit. Das finde ich schon mal sehr, sehr, sehr nice. Muss man sagen. Man muss natürlich Vorsicht. Vorsicht, ah! So. Ein! Halt! Nach oben will ich! Ah, so, momentan ist der Wurm drin. So. So, jetzt aber. Erstmal Schiff stabilisieren, dann stürzt sich sonst gleich noch ab hier. Ja, man zieht ihm die komisch diesen Faden, ne? Guck mal, wenn ich jetzt diesen Kreis nach oben und unten ziehe, den kann man jetzt tatsächlich irgendwie bewegen. Und dann zieht das Schiff irgendwie nach. Naja, okay, okay. Das scheint dann irgendwie auch neu zu sein. Aber ich habe wirklich, das Update habe ich nicht mitbekommen. Vielleicht kam das auch schon ein bisschen früher, keine Ahnung. Und ich habe das einfach nur nicht mitbekommen. Weil in den letzten paar Tagen kamen so viele Updates für so viele Spiele, wo mir dann auch wieder so viele Spiele aufgefallen sind, die ich eigentlich auch ganz gerne mal let's playen würde, beziehungsweise, halt, da ist unsere Basis, die ich dann gerne zumindest mal anspielen möchte. Also in diesem Live-Let's-Play-Format. Was mich da so ein bisschen reizen würde, ist da dieses, ach, wie heißt das, Castles? Oh, jetzt komme ich nicht drauf, das Spiel. Castles, sonst was. Dieses Pixel-Spiel. Dieses Pixel-Aufbauspiel. Das sah sehr interessant aus. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. So, wir wollen zum Waffenmechaniker. Der war... Wo war denn jetzt noch? Warte mal, du bist der... So. Muss mal eben kurz gucken. Hier ist der Korvax. Da müsste der hier sein eigentlich. Genau. Hallo, Waffenmechaniker. Waffenwächter, Jäger, Wächterjäger. Du hast ihre Produktion stillgelegt, Eindringling. Achso, das war eine Frage. Du hast ihre Produktion stillgelegt, Eindringling. Vielleicht machen wir doch noch ein Viking aus dir. Bestätigen. Ausgezeichnete Arbeit, Eindringling. Hast du auch eine neue Technologie erhalten? Hier, ich entschlüssel sie dir für dich. Sie will... Ja, so. Wir werden dein Training fortsetzen. Waffen sind nutzlos, wenn sie nicht eingesetzt werden, ohne den Ruhm eines rechtschaffenden Kriegers.
Oh, Zyklotron-Ballist. Feuert eine große, zentrierte Kugel aufgeladener Partikel auf ein frontales Ziel und verursacht schweren Schaden. Die Salve besitzt keine Zielsuchfunktion und folgt ihrer Flugbahn, bis sie auf ein Hindernis trifft. Okay. Das ist ja interessant. Gut. Stehle deinen Mut, Eindringling. Piraten haben unsere Welt entdeckt. Sie sind gute Übungsziele für deine Waffen. Angriff, verbrenne ihre Geschwüre der Bösartigkeit und Sünde. Lass sie wissen, dass dieser Himmel nur uns alleine gehört. Als mir der Waffenmeister von den Piraten erzählt, beginnt er zu zittern. Ich habe ihn gegenüber anderen Lebewesen noch nie solche Leidenschaft, solchen Hass äußern sehen. Der Waffenmeister erzählt mir von der Anwesenheit von Piratenschiffen, die diese Welt umkreisen und bittet mich, gegen sie zu kämpfen. Zustimmen. Bitteschön. Kämpfe tapfer, Eindringling, erledige sie, bevor sie die Aufmerksamkeit weiterer Wächter auf unsere Heimatwelt richten. Okay. So, Mission aktualisiert, Waffenforschung. Ansehen, das müssen wir uns mal angucken. Ah, toll, Protokoll. Piratenjagen und ausschalten, lokalisiere die Piratenschiffe im Weltraum. Okay. Das klingt nach Kampf, das ist gut. Was brauchten wir jetzt noch? Warte mal, ich muss immer glatt mal gucken. Das ist unser Frachter. Da hatten wir schon einiges gelagert. Solanium unter anderem auch. Achso, okay. Geek-Amulett. Achso, das ist ja noch mein normales. Und ich brauche... Ja, da müssen wir mal gucken. Ablenkung, bla 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 bla. Iridium. Und dann gucken wir mal nach... Diese Ballist, warte mal. So. Die sollten wir herstellen hier. Zyklotron, da brauchen wir 100 Nickel, 100 Platin. Platin ist nicht das Problem, bei Nickel bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Kehre zu... Okay. Zink. Nickel. 100 Nickel, ich glaube... Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich bin gerade mir nicht so sicher, ob wir überhaupt Nickel haben. Also zumindest nicht in ausreichender Menge. Siehst du, 75, das war wieder so klar. Das war wieder so klar. Scheiße. Warte mal, können wir vielleicht Nickel kaufen? Und ich glaube... Glaub mal eher so nicht so. Ach, scheiße. So... Kaufen. Nickel werden wir nicht kaufen können. Solche Sachen kann man nicht kaufen. Naja gut, Platin, Eisen, das kann man auch alles kaufen. Also warum nicht auch Nickel? Zink, Schildsplitter. Nee. Gut, dann nehme ich aber ein bisschen Titan mit. Weil wir werden da wahrscheinlich ein klein wenig gleich brauchen für unser Schiff. Ja, nicht alles. Ich nehme erstmal ein Stack mit. Ich weiß auch nicht, wie viele Piratenschiffe da jetzt oben warten. Also da müssen wir erstmal gucken. Das mache ich gleich als erstes. So. Huch. So, dann wollen wir mal gucken. Wow. Wo bist du denn, mein Freund? Da oben ist alt runter. Oh, Alter, hallo. Ey, was ist denn los? Irgendwas ist mit dem Zielen gerade merkwürdig. Irgendwie ist das Zielen gerade schwierig. Irgendwie ist das Zielen gerade ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich muss da nochmal... So, einmal kurz Titan nachlegen, Schildsplitter, Titan nachlegen. Ja, ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen nachregeln, weil... Ah. Weil die haben da, glaube ich, ein bisschen auch was am
am Schiff gedreht. Der ist zumindest abgeschossen. So, nochmal aufladen das Ganze. Ja, das ist irgendwie noch so ein bisschen merkwürdig, weil so zu steuern, weil das Schiff zieht ja nach. Das Schiff zieht nach und dann, man kann also quasi hier den Zielbereich direkt mit steuern. Deswegen muss man da erstmal so ein bisschen gucken. Da werde ich auch mal kurz mal schauen, ob wir da vielleicht nicht in die Steuerung mal kurz reingehen. Aha. Achso, hier werden wir da wahrscheinlich nichts mit. Grafikoption, allgemeine Optionen. Irgendwo muss das ja mit drin sein. Hier ist es nicht. TA. Einrichtung. Ultraschall, oder? Irgendwo muss das ja mit. Gefesselt. Flugsteuerung, Gefesselte. Gesperrt. Gefesselte umgekehrt. Flugsteuerung gesperrt umgekehrt. Gefesselte. Was auch immer das bedeutet, Gefesselte. Gesperrt. Flugsteuerung gesperrt. Mal gucken, was. Ach, guck mal, das ist das, was ich meinte mit gesperrt. Das ist also gesperrt. Gefesselte ist, wenn du halt diese quasi diese Art kleine Leine hast. Verstehe. So. Das war's jetzt schon, oder? Kehre zum... Das war... Also bitte. Zum Waffenmeister zurückkehren. Einmal kurz ein Schiff erledigen. Ich meine, gut, besser als jetzt ein Dutzend Schiffe, aber das war ja noch ein bisschen mau. Ich habe das mal wieder umgestellt. Ich muss mich da vielleicht erstmal ein bisschen reinspielen mit diesem gefesselten... Mit dieser gefesselten Einstellung. Finde ich zwar persönlich interessant, weil du hast natürlich den Vorteil, dass du... Gerade so bei Kampfgefechten, da musst du halt nicht dein Schiff immer bewegen, sondern dann kannst du halt dementsprechend in die Richtung feuern, wo du hinziehst. Das ist natürlich schon praktisch und das Schiff zieht dann dementsprechend auch nach. Aber es ist trotzdem erstmal gewöhnungsbedürftig. Also da werde ich mich erstmal noch ranspielen müssen, deswegen habe ich das erstmal wieder umgestellt. Okay. So, zu unserem Waffenmeister. Moin. Was wolltest du jetzt eigentlich noch? Für dich brauchen wir da auch irgendwas. Ressourcen, bla 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 bla, bla 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 bla. Wächter greifen mich aufgrund des Abbaus kleiner Mengen, bla bla bla. Zustimmen. So. Okay. Müssen wir nochmal gleich sonst ins Protokoll mal reinschauen, was wir noch alles sammeln müssen. So, da war der. So, Waffenmeister. Es ist vollbracht, Eindringling. Ach, es ist vollbracht, Eindringling. Ich war mit meinen Fragen. Hast du unsere Luft von diesen abscheulichen Wesen gereinigt? Bestätigen natürlich. Gra, gut gekämpft, Eindringling. Jung zu sein, wieder zu töten. Gra, wie ich dich beneide. Eindringling, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Einige Piraten scheinen von deinem Zorn geflohen zu sein, aber das zögert nur ihr gerechtes Ende hinaus. Jage sie, quetsche potenzielle Waffentechnologien aus ihnen heraus und schicke sie in den großen Abgrund. Wächterjäger Leo ist zweifellos vom Jagdfieber getrieben, aber diese Energie kann die Tatsache nicht verbergen, dass er schwächer zu werden scheint. Hat ihn sein neues Zuhause hier in meiner Basis krank werden lassen? Der Waffenmeister möchte, dass ich einen der entkommenen Piraten finde und seine Waffentechnologie an mich nehme. Akzeptiere natürlich. Das ist dein Preis, Eindringling, Waffentechnologie und ein Pirat, mit dem du machen kannst, was du willst. Mach unsere Vorfahren stolz. Okay, dann düsen wir wieder los. Mission aktualisiert. Dann, tigern wir doch mal los. Dann machen wir hier mal so eine kleine Jagdfolge. Piraten jagen. So, mal gucken, wie sich das gleich steuert. Also ich meine, gut, ich weiß ja, wie sich das steuert, aber da kann man ja mal so ein bisschen vergleichen. So, schon mal einen Kurs nehmen hier. Vermisster Pirat.
Ich fliege erstmal ins All hoch, dann können wir ein bisschen schneller fliegen. So, wo ist denn der andere Baggerloot? Da, doch da unten. Ist. Vermisster Pirat. Okay. Du bist der vermisste Pirat oder was? Du Korvax, du. Lebensformretter. Korvax war ihr Sklave. Korvax musste Piratenfunk bedienen. Doch Schluss damit. Korvax hofft, dass Lebensform seiner Tugend glaubt. Technologiegeschenk für Schweigen. Wenn Lebensform Korvax Behörden aushändigen versucht, wird Korvax tödliche Maßnahmen ergreifen. Die Lebensform bietet mir ihre fortgeschrittene Minenlasertechnologie an. Sie behauptet, Gefangene der Piraten gewesen zu sein, doch das bezweifle ich. Die Baupläne werden mir wohl nur als Gegenleistung für mein Schweigen gegeben. Ja, akzeptieren. Wir können ja gar nichts anderes auswählen, okay. Ich nehme die fortgeschrittenen Minenlaser-Baupläne und gehe. Hier gibt es nichts mehr für mich. Okay. Das ist ja auch irgendwie ein Witz, ne? Ich meine, ich kann nur akzeptieren. Hätte ich nicht auch ablehnen können? Naja, was soll's. Kann ich mich wenigstens rausreden. Ich konnte nichts anderes anklicken. So, da haben wir hier nochmal ein bisschen Erste Hilfe. Ich nehme das einfach mal an. Was soll's. Was ist hier noch? War das nicht Schild hier? Ja, meine ich doch. Ich nehme das einfach alles mit. Was haben wir hier denn? Winkel von Golf... Was? Winkel von Golf-Verschwörs. Oder keine Ahnung. Können wir damit irgendwas anfangen? Sieht mir nicht danach aus, 9 Plätze, ist allerdings Klasse B, können wir mal vergleichen. Ich habe 15 Plätze, das Ding hat 9 Plätze, allerdings ist, naja gut, mein aktuelles Gewehr ist auch mehr wert, obwohl das Klasse C ist und das ist Klasse B. Ach, lohnt tut sich das auf jeden Fall nicht, also zumindest nicht für mich. Ach guck mal, hier ist sogar noch so ein Terminal, das ist auch interessant, hier ist nichts, nüpp, 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 alles nichts. Ach guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Nennheits. Nehmen wir noch mit. Das haben wir alles eingesackt. Gut, dann können wir auch wieder wegfliegen. So, wenigstens Minenlasertechnologie. Warum nicht? Ist doch gut. Minenlaser. So, ich könnte mir eigentlich mal ein bisschen Plutonium einsacken, wo ich gerade mal hier bin. So. So, ein bisschen Plutonium. So. Ja. Schubdüse 11. Wieso 11? Haben sie da was geändert? So. Machen wir da hinten. Und wieder 2 Minuten entfernt, das ist immer so ein kleiner Trip zu unserer Basis. Ja, gut. Ich meine, das ist natürlich relativ witzlos. Ne? Ich kann es nur akzeptieren, ich kann die Technologie nur mitnehmen. Hätte mich mal interessiert, wenn wir das ganze Ding ablehnen. Weil er hat ja gesagt, er wird zwar Gewalt anwenden, aber wir können ja auch Gewalt anwenden. Also so eine richtige Entscheidungsfreiheit hatten wir in dem Augenblick jetzt noch nicht gerade. Naja, was soll's. Was soll's, was soll's. Also ganz ehrlich, also ich komme mit der Steuerung ein bisschen besser klar, wenn ich das fixiere. Aber das muss man nachher mal sehen. Ja, im Kampf ist es schon nicht schlecht, wenn man halt dieses Fadenkreuz auch bewegen kann. Aber, ach, weiß ich nicht.
Aber jetzt so beim Fliegen finde ich das ein klein wenig instinktiver, meine Meinung. Aber das Schöne ist, man kann jetzt hier. Kann man nicht. Na gut, dann müsste ich dann wieder. Ja, so kann ich jetzt natürlich gucken. Sieht natürlich schon nice aus. Allerdings wäre es auch nicht verkehrt gewesen. Ich müsste mal gucken, ob ich mir die Alt-Taste hier noch irgendwie auf die Maus legen kann, damit ich das. Ja, das kann ich natürlich mal machen in der Aufnahmepause, dass ich das mal testen kann, ob ich nicht auch während des schnellen Fluges, ob ich das nicht auch mal testen kann. Aber ich glaube eher nicht. Obwohl, worum soll das nicht gehen? Warte mal. Nee. Da bewege ich eher das Schiff. Müsste tatsächlich dann loslassen, das ist aber auch doof. So. Ich würde eigentlich ganz gerne auf meiner Plattform landen. So, mal gucken, was der Waffenmechaniker sagt. So. Da bin ich wieder. Guten Tag. Er ist also erledigt. Hast du sie leiden lassen? Der Waffenmeister fängt zu husten an. Er scheint im schlechten Zustand zu sein. Bestätigen, nichts sagen. Auch bestätigen. Ich bestätige einfach. Ich werde die Daten entschlüsseln, Eindringling. Mögen sie dir Ruhm bringen. Ich habe aber noch eine Aufgabe für dich. Es ist fast vorbei. Fortgeschrittener Minenlaser. Ein verbesserter Minenlaser. Okay. Iridium, Plutonium, Platin. Minenlaser mit der Fähigkeit, dichte, unnachgiebige Mineralien zu durchbohren. Okay. Ich kann gerade nicht. Doch jetzt. Ah, okay. Es gibt ein Gebäude auf dieser Welt, ein unwichtiges Depot, aber für die Wächter Gras. Sie werden es bis auf die letzte Drohne verteidigen. Greife es an und zieh den Zorn der Wächter auf dich, dann kann unsere Jagd beginnen. Während du weg bist, werde ich eine Photonenstrahlwaffe für unseren großen Krieg entwickeln. Wächterjäger Leo scheint es noch schlechter zu gehen. Das Verlangen nach der Jagd scheint das einzige zu sein, was ihm am Leben hält. Der Viking bittet mich, ein Depot zu zerstören, damit Wächter nach uns suchen. Er wird in der Zwischenzeit eine Photonenstrahlwaffe an einer Photonenstrahlwaffe arbeiten. Okay. Los, ich werde deine Waffe entwickeln, Eindringling. Du kannst dich auf meine Arbeit verlassen. Okay, das haben wir auch. Ach komm, da gehen wir nochmal schnell hin. Wächterdepot entdeckt. Okay, das schauen wir uns auch nochmal kurz an. Zerstöre die Depots 0 von 3. Warnung, Aggression wird Wächter anziehen. Ja, das will ich doch hoffen. Aber dann können wir gleich eigentlich erstmal gucken. Minenlaser, das können wir erstmal Gau mal aufladen. So. Die können wir auch mal aufladen. So. Dann sind wir nämlich komplett fertig. Wie weit ist das weg? 11 Minuten, na, da fliegen wir doch lieber hin. So, ist ja zum Glück nur 20 Sekunden weg. Dann können wir da mal eben hinfliegen. Und dann machen wir noch ein paar Drohnen platt. Ich will hoffen, dass da jetzt nicht noch diese komischen Bots kommen, oder wie die heißen, diese komischen Läuferbots. Weil die sind doch schon recht garstig. Lalalalalala. So. Einmal kurz landen. Oh, da vorne ist Tamium. Das nehme ich nochmal Gaum mit, wenn das schon mal hier rum oxidiert. So, was das ist, das Platin da hinten? Das ist auch Platin hier, ne? Platin, ja. Warte mal, ich will mal eine. Die will ich kurz nachladen. So, Minenlaser. Nehmen wir das Plutonium mit. Okay. So, dann schauen wir mal, was unsere kleinen Freunde gleich mal anstellen.
Ach, das ist so Armadium-Ding hier. Ja, alles klar. Ich gucke aber erstmal hier rein. Objekt übertragen. Ein Konvergenzwürfel. Ja, siehst du. So, dann übertragen wir sonst mal ein bisschen was. Pugnium. Das sind eigentlich mal Sachen, die wir. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Guck mal. Guck mal. Oh, geil, man kann das. Man kann jetzt übertrage Elemente vom Exo-Anzug-Inventar auf dein Raumschiff. Dann könnte ich das auch. Warte mal, Exo-Fahrzeug. Auf dem Frachter. Ah, ich kann jetzt also auswählen, auf welches Schiff oder auf welche, naja, sag schon, wo ich das halt lagern will. Das finde ich ja sehr geil. Das finde ich ja cool. Das finde ich ja wiederum richtig nice. 2000 Plätze, das kann aber auch nicht sein. Können wir gleich mal gucken. Das würde ich ganz gerne wegschmeißen. Das brauche ich, glaube ich, nicht. 30 Plätze? Eben Standard 2000 Plätze, oder? Irgendwas haut er nicht ganz hin. Karitplatte. Wir packen erstmal alles ins Raumschiff. Ich habe zwar gerade auch eben was in den Frachter gepackt, aber das war jetzt erstmal eigentlich nur zum Testen. So. Das auch natürlich. Okay. Schauen wir mal, was haben wir hier drin? Ein Energiekanister haben wir hier drin. Und noch ein Energiekanister. Und ich speichere an der Ecke nochmal. So. Ist das leer? Er ist leer. Der ist auch leer. Gut, dann würde ich mal sagen, ballern wir doch mal. Wow, 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 wow. Wo seid ihr, Missviecher? Au, sag ich doch. Ich muss nur kurz mal nachladen. Und da fliegt er. So, haben wir noch einen? Einer muss da noch irgendwo sein. Achso, hier. Das Auge fliegt hier noch irgendwo rum. Hier von dem. Und hier ist noch ein kleines Rad, was sich hier noch dreht. Weil ich ihn weggesprengt habe. So, das brennt. So. Der ist auch kaputt. So, Armadium. Haben wir erstmal alles kalt gemacht. Da oben ist noch eine Kiste, die nehmen wir auch nochmal mit. Beschädigter Container. X. Das ist nochmal ein Viking-Dolch. Ja, da ist den Viking-Dolch. Genau das wollte ich haben. So. Das ist ganz schön laut, die Musik, muss ich sagen. Naja. Okay, das haben wir alles gemacht. Jetzt kommen wir eigentlich wieder zum Schiff zurück. Wo ist mein Schiff hin? Dahin. Dahinten! Okay. Na, jetzt habe ich mir schon fast gedacht, dass es so ein komischer Läufer kommt. Das habe ich vermutet. So. Kurz drehen. So. Das war ja doch recht easy. Einmal schön mit den Waffen, einmal schön mit diesen Granatwerfern. Schön alles immer ausgelöscht. Das hat auch gut funktioniert. Ah. Natürlich sind wir wieder mal dran vorbeigeflogen an der Plattform, ist ja wieder klar. Gut, dann noch einmal kurz zum Waffenmechaniker. La 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 la. Mal gucken, was er sagt. Das Bild,
Bild vibriert gerade so ein bisschen. Ich habe sie entdeckt. Ihr Blick fällt auf uns. Du hast es getan, oder? Du hast sie beschworen. Bestätigen. Es tut mir leid, Eindringling. Ich werde dir im Kampf nicht zur Seite stehen können. Ich bin zu schwach. Nimm diesen Photonstrahl-Bauplan, baue ihn und bereite dich auf ihre Ankunft vor. Das sieht aber nett aus. Positronenwerfer. Die Schüsse erhalten einen breiten Zerstörungskegel. Wegen der reduzierten Reichweite und Feuerrate wird dem Nutzer empfohlen, Ziele in unmittelbarer Nähe anzugreifen. Wofür wir auch noch Nickel brauchen. Das heißt, wir müssen erstmal sehen, dass wir irgendwo Nickel organisieren können. Achso, das war schon. Okay. Irgendwie vibriert. Achso. Sie nähern sich. Vor dem letzten Kampf habe ich aber noch eine Aufgabe für dich. Ich muss stark sein, um dir dienen zu können. Es gibt eine Substanz, eine Opfergabe von den Jungen für die Alten, die mich heilen könnte. Ich selbst habe Jahre in den Erntezyklen verbracht. Meine Organe haben ihre Enzyme für die Flotte geopfert. Ich habe es gern getan. Heute aber müssen wir solch eine Folter nicht wiederholen. Enzymreste auf den Viking-Dolchen sollten für meine Heilung genügen. Welche Opferwächterjäger Leo auch immer erbringen musste, sie scheinen im Alter keine vergleichbaren Vorteile gebracht zu haben. Der Körper des Viking ist mit Namen übersät. Es fällt ihm schwer zu sprechen. Ich glaube nicht, dass er in einem Jahr noch lebt. Der Waffenmeister benötigt Viking-Dolche, um einer weiteren Verschlechterung entgegenzuwirken. Auftrag annehmen. Der Viking wirkt erleichtert, er sagt nichts, doch in den müden Augen ist noch ein Fünkchen Hoffnung zu sehen. Okay, das Bild vibriert hier an dieser Stelle so komisch. Okay, ist es hier weg? Okay, dann hat das wahrscheinlich gerade einfach nur ein bisschen geleckt. Zum Waffenmeister zurückkehren, haben wir doch. Kehre zum Waffenmeister zurück, warte auf ein Terminal, okay. Können wir das jetzt schon auflösen? Viking-Dolche war allerdings die... Ich war während deiner Abwesenheit nicht untätig, Eindringling. Ich habe einen Photonbeschleuniger für dein Schiff gebaut, aber die Dolche, ich kann das Kampfenzym schon riechen. Gib mir die Dolche. Dolche geben. Ich habe allerdings nur einen. Der Viking nimmt einen Dolch und sticht sich in seinen eigenen Arm, also in den eigenen Arm. Er ist sofort wieder voll Energie. Okay. Inframesserbeschleuniger, den haben wir doch schon. Feuert in anhaltenden schnellen Sequenzen. Dem Nutzer wird geraten, bla 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 bla. Jetzt sind wir bereit, Eindringlinge. Die Wächter sind hier. Los, geh, triff sie bei den Sternen. Dieser Tag wird herrlich, Reisender, wie er es bereits war und wieder sein wird. Der Viking sieht mich voller Stolz an. Ich scheine ihm ein neues Ziel gegeben zu haben. Das freut mich. Doch meine Welt einer Bedrohung auszusetzen, um mich dazu zu bringen, so viele Wächter für eine sinnlose Schlacht herbeizurufen. Nach meiner Rückkehr muss ich mit dem Waffenmeister über die Zukunft sprechen. Der Waffenmeister warnt mich, dass mehrere Wächtereinheiten im Orbit um den Planeten aufgetaucht sind. Ich muss sie besiegen. Akzeptieren. Gra, 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 gra. Okay. Gut, dann haben wir wieder eine neue Mission. Ich glaube, die werden wir in der nächsten Folge dann mal absolvieren. Und ja, damit sind wir dann für heute durch mit No Man's Sky. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, das ist schön. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Schön, dass ihr da wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge No Man's Sky wieder. Macht es gut. Tschüss.